Oh, so viel am Icon gesagt, ne? Ich muss. Also das hier vor 2 Tagen, Icon. Damit steht es jetzt 2:1 für die Gruppe von Bayor. Und ich würde euch jetzt einmal bitten, zurück zu den anderen Künstlern zu gehen und die Teamleader, die nächsten Künstler, nach unten zu schicken. Abend, Team Bayor. Seid ihr gut vorbereitet? Natürlich. Natürlich, muss er. Immer. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wer fängt an von euch? Ich denke mal, der Vito hat mich herausgefordert, also sollte der Vito auch anfangen, oder? Alles klar, okay, dann Vito. Ich sage, ich mach keinen Rückzieher. Ich jage dicke grüne Batzen. Kali, was ist das für eine Fratze? Skandal, ich weiß, du bist im anderen Team, doch gib ihm bitte deine Maske. Du bist noch nicht wach, nach dem Saluch hast du lang geschlafen. Kann jemand Dorian holen? Ich glaube, er braucht Krankenwagen. Oh, schön. Schöne Line. Ei, ich sehe so viele Kameras, die Beerdigung wird live übertragen. Wärst du der Schatz bei One Piece, dann würde dich keiner mehr jagen. Da schicken die mir einen Trottel aus Cologne herbei. Du bist kein Gegner, du brauchst nur Odol mit 3. Ich hab einen Pferdeschwanz, und zwar genau wie dein Haarschnitt. Und du bist höchstens am Rasieren, wenn du mal dein Bart trimmst. Ich flieg zur Villa und rauch einen riesen Ziller. Doch Kali ist dichter, so wie Friedrich Schiller. Ich glaube, reicht erstmal, ja, für das Erste. Ich lasse es sitzen. Oder haben wir noch Zeit? Ja, ja. Darf ich dir einen Rat geben? Du bist so weiß wie Schafskäse. Rufst bei Streit deine Cousins. Jemand muss ja auch deinen Sarg heben. Wenn die Kameras schwenken, sagen Leute, das ist Kali. Icon, Snoop, Dogg. Tzz. Du bist nicht mal ein MC. Du bist höchstens Snoops Dogg. Reicht. Ja, war gut. Okay, mein Freund, fangen wir hier direkt mal kurz an. Ewa, ich gewinne dieses Battle, und zwar hoch aus Ache, und stecke dabei in Vito, das ist kein Großraumtaxi. Ja, ist gut. Ist mehr. Ich nehme einen Zug vom Saruch und flieg auf Wolke 10. Du bist gezeigt bei MAJ, doch es ist kein Erfolg zu sehen. So, eigentlich battle ich nicht gegen einen Uber-Fahrer. Du bist ein No-Name in dem Film, wo Kali ein Superstar war. So. Noch einmal kurz zuletzt so eine Sache. Mach hier nicht auf Holly. Du bist Bollywood-Star. Du bist gekommen hier zum Battle und ich komme in deinen Arsch. Nimm mich. Ja, geht war aber zu wenig. Der andere hatte mehr. Heck. Du bist auf mich angewiesen, weil du weißt, ich hab im Rucksack noch Haze drin. Und wegen deinen langen Haaren hab ich dich fast mit der Putzkraft verwechselt. Okay, ich glaube, das ist so lustig, weil die Putzkraft da sieht aus wie er, deshalb. Ich glaube echt nicht, von Kiffen kriegt man Fresskick, weil Karlis Körperbau vergleichbar mit einem Skelett ist. Und ich zieh dich überm Esstisch, mach keine Filme, das ist kein Netflix. Du schreibst 3 Stunden ein Part an, weinst danach, weil dein Part einfach nur schlecht ist. Jungs, wenn es um schlechte Lines geht, geht und fragt Kali. Du fühlst dich mehr vom Typen angezogen, so wie Karl Kani. Du bist das dritte Mal bei Icon. Ich glaube, das nennt man einen Hattrick. Ich weiß, dass dein Part nicht gekonnt, sondern perplex ist. Okay, es reicht. Ja. Ich glaube, es wurde genug gesagt. Kali, alles Liebe. Und egal, wie das Battle enden wird, wir beide bleiben Familie. Liebe Elvi. Es ist C-A-L-I, wie du babbel nicht von Tatwaffe. Du machst zwar kein Bodypacking, doch hast was zwischen deinen Arschbacken. Jo. Der Erfolg, er war von Majo und er war nie deiner. Du bist höchstens eine Katze. Mach nicht auf Tamil, Tiger. Nimm einen Zug von meinem Dope. Kali ist kein Frühaufsteher. Was für Ghetto-Superstars. Hack. Schon breiter als der Türsteher. Also. Ich Augen, aber machen wir mal hier noch kurz. Wir zeigen Liebe, wir sind ein Fami. Kali ist nicht nur am Rippen, hack auf Teil sein Nuga. Egal was hier auch passiert, Vito bleibt ein Bruder. Also, ich finde die Lines.
von Kali war schmackhafter, aber da kam irgendwie zu wenig. Zu wenig Likes. Also für das erste Rap-Battle muss ich sagen, war das auch wieder sehr unterhaltsam. Vor allem bei Vito, du hast richtige krasse Top-Lines, also die Lines mit der Maskenline oder Krankenwagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Kali, bei dir genau dasselbe. Also das war einfach stark. Vor allem, ich feiere auch dieses Brüderschaft am Ende, dass ihr gesagt habt, ey, weißt du, wir sind... Also das ist auf jeden Fall ein riesen Respekt an euch, dass ihr das so gemacht habt. Das war auf jeden Fall sehr stark von beiden Seiten. Also ich kann mich da auf jeden Fall dem Sandro nur anschließen. Ich muss sagen, auch von beiden, der Gegnerbezug war wirklich richtig geil. Wie ihr das strukturiert habt beide, fand ich auch sehr, sehr stark. Es ging sehr, sehr gut los. Und am Ende, wie ihr euch beide nochmal den Respekt gegeben habt, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ich fand es auch richtig gut performt von euch beiden. Ihr habt auch Breaks gelassen, habt die Crowd-Reaction mitgenommen. Kam wirklich rüber, als wenn ihr Battle-Rapper wärt. Sehr, sehr stark gemacht auf jeden Fall. Danke. Wir als Jury hatten auf jeden Fall extrem Spaß. Ihr habt das richtig geil aufgeteilt. Beide mit ganz geilen Punchlines. Vito ein bisschen mehr. Kali mit geilen Gimmicks. Ja, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Und das mit der Brüderschaft, was würde Biggie sagen? Wir sind familiärisch geworden. Familiärisch. Battle dafür. Und kommen wir zum Zwischenergebnis. Ich würde Vito geben. Auch wenn es eine schwierige Entscheidung war, geht der Punkt an Vito von Team Shabab. Ja. Der derzeitige Zwischenstand lautet 2-2. Biggie Rap Battle, krass ist am Start. Baredu Sticky, ich glaube das, was du wiegst, kacke ich am Tag. Das ist gut. Du Schwachkopf! Hab gehört, du wolltest mich nach Aachen schicken. Tamam, okay, komm, ja, aber trag den Dicken. Biggie, du bist so fett, dass das jedem mir schon auffällt. Doch kennst nicht dein Gewicht, weil es keine Waage aushält. Trotz deiner zitterigen Stimme zittert keiner vor dir. Du bist Menderes von Icon, schon das zweite Mal hier. Tag. Tag. Okay. Mach mich nicht auf Brecher, bist kein Hancock-Typ. Ich war bei Icon 3 Legende, brachte Shank on me. Du sagtest, Menderes, ich hätte eine zittrige Stimme. Man macht dein Autotune aus, zeig mir deine richtige Stimme. Hey, das ist Team Bayor, wir haben eine Mauer gestellt. Gehst du die Treppe hoch, brauchen wir ein Sauerstoffzelt. Assahbe. Okay, okay. Ich zerlege dich hier locker und das nur, weil ich drauf Bock hab. Weil du den Pferdeschwanz nicht in der Hose, sondern nur am Kopf hast. Okay, cool. Ist cool. Auf einmal rappt der kleine Baro. Sorry, Baré. Baré, Bruder. So wie du gekommen bist, kannst du wieder gehen. Biggie, 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 can't you see? Barry, klau nicht meine Melodie. Oh. Biggie, bleib lieber beim Singen, weil du rappst wie ein Kleinkind. Ich nehm einen Meter Abstand. Tschüss, weil du zu sehr nach Schweiß stinkst. Du brauchst auch nicht zu weinen, weil ich drücke dir paar Bars rein. Kann mich nicht konzentrieren, weil dein Gesicht könnte BZs Arsch sein. Ja, geht aber cool. Der war cool. Mach mit deinem Babyface bitte nicht auf Haftbefehl. Schmeiß ich dich in den Pool. Hör gut zu. Wirst du unter wie Atlantis gehen. Atlantis. Oh ja. Ja. Egal was passiert. Bruder, ich finde manchmal, ich finde nur manchmal die Jury ein bisschen unangenehm, ja, weil die machen bei manchen Lines so nach dem Motto, tschüss, als hätte der Kollege gerade ein Drehbuch geschrieben, weißt du, was ich meine? Obwohl das ganz, also nicht mal so Dings. Ach so, okay, warte, sorry, Barry hat ein Lied, das heißt Atlantis, danke, Chat. Ja, okay, verstehe. Du bleibst mein Bruderland, RBG Kurdistan. Biggie, aber mein Bruder, ich liebe dich. In Malaga, du bist mein spanischer Partner. Und wir zwei geben uns die Hand, wie beim albanischen Adler. Ja, ist gut. Biggie,
Und Baruf? Baré, Bruder. Baré! Unerwartetes, aber geiles Battle. Ich glaube, ihr habt noch nie sowas in der Art gemacht, kann das sein? Nein, das erste Mal. Hattet ihr Spaß? Übertrieben, ja schon. Hat man auch gemerkt, ihr hattet echt geile Punchlines. Bei Biggie für meinen Geschmack etwas mehr. Ich kann mich da auch nur dem Emre anschließen. Ich fand es von beiden echt unterhaltsam. Ihr habt eine geile Show geboten. Biggie, bei dir fand ich am Anfang cool, wie du versucht hast, so ein paar Lines vorwegzunehmen. So, du hast ja gesagt, du versuchst mich nach Aachen zu schicken, trag mal den Dicken. Somit hast du dem das ja schon versucht, direkt vorwegzunehmen, dass du dick bist und so weiter. Ja. Cool gemacht, muss man sagen, auf jeden Fall. Also die Entscheidung wird auf jeden Fall nicht einfach, sage ich sofort. Also ich muss sagen, es war sehr, sehr unterhaltsam. Biggie, für mich auch wieder was Neues zu sehen, als was du gemacht hast. Starke Lines auch. Und Bare, ruhig. Ich würde hier Biggie den Punkt geben. Habt ihr es uns wirklich nicht einfach gemacht, Jungs? Ihr habt wirklich eine geile Leistung hier abgeliefert. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und ich muss wirklich sagen, du hast so wirklich die richtige Frage. Deine jetzt an Biggie für die Gruppe von Shabab. Ja. Gut. Richtigen zwischen 2 zu 3. Auch einmal gegen Skandal. Also, oh, Skandal. Bitte, Alter, komm. Jetzt erwarte ich hier aber hallo. Skandal, du vertrittst die Gruppe von Bayor. Boah, Digga, ich erwarte so großes, Digga. Die meisten hatte es hoch bei Skandal. Ich sag dir ehrlich. 100% Captain Bayor. Shabab, du vertrittst deine eigene Gruppe. Jawohl, Allah. Ich bin echt gespannt auf dieses Battle. Ich freue mich sehr darauf und ich wünsche euch viel Spaß. Nach diesem Battle schicke ich Skandalisten in ein Trauma. Okay. Das ist ein Skandal, das Skandal in Malaga mit uns ist. Denn Skandal macht Skandale. Doch Rap nur ein Unsinn. Gib mal Gas, ja! Okay. Sitze in Malaga, du siehst, wie ich Taschische paffe. Warte. Du stinkst durch deine Maske. Reise nach Malaga und Bretter Shabab am Flughafen. Immer noch auf freiem Fuß, weil die Phantombilder nicht auf mich zutrafen. Bin ich fertig, liegt Shababs Community in Blutlachen. Shabab, dein Gesicht ist wie ein Rabattcode. Da muss man einfach zuschlagen. Ja, okay. Ich bunker Waren für große Umsatzzahlen und deine Streams alle gekauft, denn du musst für deinen Umsatz zahlen. Nach einer Backpfeife kratzt man dich vom Boden wie Klimakleber. Alles ist geplant, machen niemals Fehler. Und egal wo ich bin, jeder kennt mich. Dein Schwanz hingegen ist nur dick auf Englisch. Warte, eine Minute. Ich war Kilometer für das Kilogramm, denn ich muss Plus machen. Skandal ist die Nummer 1. Ich klär das mit ein paar Schutzwaffen, Cousin. Warte, okay. Regel Nummer 1, Skandal war niemals Täter. Regel Nummer 2, red nicht von Ganja und Beida. Regel Nummer 3, mach nie wie Skandal den Fehler. Regel Nummer 1, ich schieß auf dich, du Penner. Das zum Beispiel jetzt, was war daran jetzt krass, weißt du, was ich meine? Dass die Jury macht, oh, Digga, verstehe ich nicht. Wegen mir musste Shabab schon häufig lügen. Trotz RSKP gehst du nur in die Bank wegen Kontoauszügen. Du und deine Jungs waren niemals Knastdealer. Ihr seid nur Penner auf Bänken, so wie Ersatzspieler. Und jetzt wird's wild, hör zu. Du bist der schlechteste Kapitän, wegen dir muss deine Gruppe untergehen. Denn hier gibt's kein Autotune-Spuren, wo du deine Kackstimme drunter legst. Digga, also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass Skandal seine Erwartungen übertroffen hat, Digga. Finde ich gut, Digga. Ich hatte Angst, jetzt enttäuscht zu werden von Skandal, sage ich dir ehrlich, Digga. Man merkt diese Qualität, Digga, scheint so heraus von den anderen als richtiger Rapper, so. Weißt du, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel ihn sehe mit den anderen, denke ich mir so, Sanky, er ist schon Dings, weißt du, Rapper. Sind ja alles Rapper, aber so, ihr wisst doch schon, ist schon fertig. Skandal ist schon fast fertig, weißt du? In deiner ersten Runde wolltest du Skandal 2 sein, kommst mit Maske und gehst mit Schwanz heim. Machst auf Ungeheuer wie Loch Ness, einen Blick in deine Augen und ich weiß, dass du jeden in deinen... Loch Ness! Ja, aber warte, jetzt müssen wir noch einmal was klarstellen. Shabab, komm einmal.
Hä? Hey, hallo? 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 Hey. Ach, es geht weiter? Noch ein muss ich. Krass. Und wie ich mit BZ unter einer Palme häng, Emre bringt uns währenddessen Chai mit Männermann. Sandro, du lach nicht, du Husser. Setz dich auf Flasch und Pizza. Reagiert drauf, du nicht. Wieso ich dieses Jahr? Jungs, ich muss auf jeden Fall sagen, es war sehr, sehr, sehr unfair, den du fährst. Dieses Jahr dran hätte das nicht mal... Hab ich hier richtig cool gemacht. Sandro, du hast mir heute wirklich endlich mal das gegeben, was ich von dir will. Und ich muss wirklich sagen, Punkt geht an Skandal von Gruppe Bayor. Ja, war ja klar, das war geisteskrank. Es gibt nur noch ein und die letzten Kandidaten runterzuschicken. Es hat bisher richtig. Ah. Ja, das sind die letzten. Ich dachte, Fintner passiert noch. Viel Spaß gemacht. Azu, du vertretest das Team von Shabab und Bayor. Alles in einem sportlichen Rahmen. Also, ich habe Bayor am meisten gehört. Dementsprechend kannst du anfangen. Yo. Eigentlich, Brüder, betteln ist ein Tabu. Doch ich muss heute gegen Azu. Nur weil du ein Halfcast bist und Raps, bist du nicht Tupac Amaru. Yo, als Azu die 18 Grad voll gemacht hat, war ich schon 8 Jahre am Mucke machen. Janne, du bist sowas wie ein Baby. Ich bring dir später deine Nuckelflasche. Ich seg die weg. Jawohl. Du gibst dir Mühe bei dem Battle, doch der Sieg für dich, er bleibt aus. Da hast du dich tief geschnitten wie der Cut in deinen Eyebrows. Okay. Ei, du fühlst dich abgewonnen und lügst bei jedem Wort und deine Augen, sie sind grün und du bist grün hinter den Ohren. Okay, okay. Der Cutten, meine Augenbraue ist ein Teil von mir, so wie der Speck an deinem Bauch, er ist ein Teil von dir. Dicke Menschen für immer. Okay. Icon 5, Malaga, das ist mein Revier. Deine Bars sind vielleicht gut gekommen, während wir bei Icon 4. Okay, okay. Als ich auf den Straßen war, hast du dich in deinem Bando versteckt. Denk nicht, du bist Century C mit deiner Cap von Cortez. Nur gucke, nicht anfassen. Yo, du warst geschockt, als Colin sagte, dass ihr beide battlen müssen. Nächstes Mal komme ich mit einem BH für deine Hängetitten. Jawohl, jawohl, jawohl. Yo. Ei, ei, Leute. Ich will nicht, dass man meinen Bauch sieht. Barre, Bruder, bring mir mal bitte ein Cardigan. Like, ich bin 7 Jahre älter als du. Was für Battle? Eigentlich musst du mich Abi nennen. Und immer wieder das Gleiche. Bauchspeck oder ich lauf weg. Und ich werde nicht mal böse, wenn du nicht wüsstest, was ich drauf hätte. Aber merk dir eins, Bruder, ich bin authentisch. Und ich rap nur mit Handy, damit du nicht alleine bist, weil eigentlich kann ich das auswendig. BZ hat den Magen schon recht voll, doch er will ihn weiterfüllen. Deine Parts sind wie der Mix von Sandro, die sind einfach Müll. Okay, okay. Respekt. Okay, hör mal zu. Wir sind im Finale Main Event. Sag mir, wie soll ich jemand Abi nennen, der sich selber Bayo Baby nennt? Stark hätte. Bayo Baby! Bayo Baby, eh? Bayo, doch sie kennen nur Azu. Mach nicht auf Infinite mit deinen Henna-Tattoos. Yo, pass auf, mit wem du hängst. Hier sind nicht alle Brüder. Ich wünschte, Gott zeig dir mir Blender und Ratten früher. Tiz, sind nur noch TikToker und Bettler. Mach nicht auf Rapper, wenn du nicht mal A Cappella-Taktgefühl hast. Ja, okay, das war geschrieben. Also ich feiere das bei dem Rechten, dass er manchmal wirklich Freestyle macht, ne, und gar nicht auf Handy guckt und einfach kontert, spontan. Aber rechts ist irgendwie technisch besser, weißt du? Also links ist auch ein bisschen technisch besser, weißt du? Ist schwer. Alles Liebe, mein Bruder, also. Alles Liebe.
Da muss jetzt noch was Dickes passieren. Die waren beide gleich. Ja, die waren beide gleich, Digga. Tupac Amaru. Klingt das immer alles so? Für mich wird das ziemlich schwer jetzt zu sagen, wer... Die Situation, dass ihr ausgerechnet das letzte Battle seid und wir bei einem 3-3 sind, jetzt das beide verdient. Letztendlich kann nur einer den Punkt kriegen. Beide waren echt stark. Ihr seid die letzte Gruppe, die gegeneinander angetreten ist. Und ich muss wirklich sagen, wir haben ein 3-3 und ihr habt es uns nicht einfach gemacht. Unsere Entscheidung so treffen, dass wir die komplette Gruppenleistung mit einbeziehen. Wir werden es euch gleich mitteilen. Das hier Challenges mit Freestyle. Spaß sowas. Diese Battles sind auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil von Icon 5. Wenn ihr drauf habt, dass ihr auch Battle Rap drauf habt, auch wenn das nicht euer Genre ist. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Euer Genre heute wirklich krasse Unterhaltung für die geisteskranklich nicht einfach gefunden uns entscheiden. Und wir haben uns entschieden. Und die Gruppe, die gewonnen hat am heutigen Tag, ist die Gruppe von Bayor. Somit hat Stand jetzt beide Gruppe bisher einen Sieg jeweils eingefahren. Und ich würde jetzt die Gewinnergruppe bitten, in die Villa zurückzukehren und sie vorerst nicht mehr zu verlassen. Okay, da eure Gruppe verloren habt, müsst ihr jetzt einen aus eurer Gruppe eliminieren. Und er wird dann die Möglichkeit bekommen, morgen früh sich nochmal zu beweisen in einem Songbattle. Und in diesem Songbattle wird es wieder einen Verlierer geben, der dann das Turnier verlassen wird. Möchtet ihr ins anonyme Voting gehen oder möchtet ihr jemanden vorschicken? Also was gerade passiert ist, ich muss noch kurz den Schock verdauen. Wir haben gerade das Battle absolviert und dementsprechend hat meine Gruppe das Battle verloren. Und ja, anschließend ging es halt darum, wer rausliegt oder wer wen rauswählt. Einer hat sich freiwillig gemeldet und will vortreten. Ja. Wer ist es? Hasuna. Guck bitte nach vorne. Für mich, ich bin davon auch ausgegangen, dass er mich wählt. So, das war, hat mir mein Gefühl gesagt, er ist ein Rapper, ich habe auf jeden Fall auch Bass da. Und das wäre auch ein geiler Kampf gewesen, so. So. Hasuna, du bist dir sicher, dass du das so machen willst? Ich bin mir 100% sicher. Also du willst für dein Team opfern? Und wir haben uns davor besprochen und dann hat Hasuna gesagt, so, ich will mich stellen gerne. Da meinten wir, okay, ist kein Problem, wen du auswählen willst. Und dann meinte er so, ja, ich habe das schon lange im Kopf gehabt. Ich opfer mich für mein Team und ich möchte gegen Vito antreten. Ich spring für Vito ein. Das kannst du nächste Runde machen. Mein Vot ist schon abgegeben. So, so manipulierst du unser Spiel. Ich möchte wetten. Guck mal. Ich möchte gegen Vito machen. Okay, dann komm. Komm, egal wer. Was soll ich denn sagen? Aber so geht das eigentlich nicht. So geht das. Aber egal. Asu, bist du eigentlich? Asu? Ich nehme Vito. Und dann war ich so schockiert gewesen, weißt du, weil wir sind ja eigentlich sehr eng miteinander. Und das wissen ja auch die Leute, die verstehe ich nicht jetzt. Also ich verstehe jetzt gerade kurz, ich warte mal kurz. Damit ich jetzt hier eine Meinung abgeben kann, muss ich erstmal das ganze Theater verstehen. Also die sollten, diese Gruppe, die alle hier, der, die haben verloren. Die müssten jetzt jemanden voten, der rausfliegt. Okay? Ist das richtig? Step by step. Okay, Hasuna hat jetzt selber gesagt, die haben keinen gewählt, Hasuna hat selber gesagt, ey, okay, ich gehe raus. Aber warum will er jetzt noch immer gegen jemanden betteln? Er geht doch raus, oder nicht? Dann hat er sich ja nicht geopfert. Er muss nochmal. Also bevor er rausgeht, muss er nochmal betteln. Okay, gegen wen muss er betteln? Also wer sagt, gegen wen er, wer entscheidet, gegen wen er bettelt? Gegen wen er will? Gegen wen er will, okay. Was mischt er sich dann ein? Was tut er mir hier auf Robin Hood? Also darf er wirklich zu 100% entscheiden, gegen wen er will? Wenn er will, sogar gegen Skandal. Dürfte er Skandal sagen zum Beispiel? Ah ne, von seiner eigenen Mannschaft muss das sein, ne? Dürfte er zum Beispiel sagen, gegen den hier? Nee, Digga, ist schwach. Ist schwach, brauche ich auch gar nicht drüber, lange rüber zu reden.
dass der hier auf Robin Hood tut und sagt, Digga, voll peinlich, Digga. Wenn ich, und ich entscheide das ja, nicht. Okay, wir drehen den Spieß rum, ich fordere dich heraus. Ich bin da, aber ich, guck mal, das ist wie ein Boxkampf. Erstmal möchte ich den herausfordern und vielleicht morgen oder morgen fordere ich dich heraus. Habibi, verstehst du? Heute kannst das besorgen, ist das. Das verschiebe nicht ist auf morgen. Ist alles gut. Habibi, aber ich habe doch schon ausgewählt. Aber wir können trotzdem machen. Ich bin da zwar quasi zwischengesprungen, weil ich halt gestern schon gesehen hatte, dass der Vito Schüttelfrost hatte. Und dem ging es halt nicht so gut. Der war halt nicht mit 100%iger Power da. Das habe ich halt schon gesehen gestern. Und, weil ich bin ein Typ, wenn ich einen herausfordern möchte, so, dann sage ich denen das ins Gesicht. Hör mal zu, ich will dich herausfordern. Weil ich bin hier auf einem Wettbewerb. Guck mal, ich sage dir nochmal, doch, damit alle mich hören, Bruder, wir sind vor Kameras. Ich könnt ihr doch. Ich sage offiziell, ich habe Vito herausgefordert und am nächsten, und wenn ich weiterkommen sollte. Ich verstehe gar nicht, warum er sich so aufregt. Was gibt's denn da, jetzt sich aufzureden? Warum unterbricht die Jury gar nicht? Die hören einfach nur zu, Digga, wie die das gerade feiern, dass da gerade Fitner ist. Auch voll Upturn, Digga, ja, sag ich dir ehrlich. Digga, da muss doch jemand geben, der das Wort hat. Hat die Jury nichts zu sagen? Haben die keine Eier oder was? Wenn ich weiterkommen sollte, inshallah, dann fordere ich, kann ich das gerne mit Azu machen. Sofort. Wo ist das Problem? Ich sehe das genau wie ein. Warte. Ich sehe das genau wie ein Boxkampf. Bruder, so. Okay, er hat mich herausgefordert. Hier ist ein Bruder von mir. Und er will mich retten, ja? Damit. Was ist das denn? Was für ein Bruder von dir, Digga? Was laberst du da, Digga? Das ist ein Wettbewerb, Junge. Digga, man merkt, Alter, bei Kanaken, Alter, ne? Digga, das ist so unangenehm. Er will mich retten, Junge, das ist ein Wettbewerb. Hä, was? Jeder, das sieht, der Bruder will sich retten, aber Leute haben, glaube ich, Paranoia, weil er weiß, hier spielt eine andere Liga und Leute machen Rückzug und wollen erstmal gegen mich treten. Egal, was ist, du doch, wenn du doch am nächsten Tag nicht gegen mich rausfliegst, kannst du doch immer noch Vito herausfordern. Sagst du ja. Sagst du doch. Aber sagst du doch. Ich warte doch auf diesen Moment. Ich habe doch auf diesen Moment gewartet. Normal will ich, dass sowas passiert. So, ich will das doch. So, ich stehe auch drauf. So, sonst bin ich auch... Ey, ich sag dir ehrlich, dass die Jury da nicht einspringt, ne, und irgendwie versucht, irgendwas zu machen, hat voll Dings Gewicht verloren, ja, von dieser Icon, Walla. Was ist das? Die machen, was sie wollen einfach, Bruder. Gibt's keine Regeln? Was seid ihr denn? Ist das ein Tanzverein da oder was? Hast du die Leute nicht unter Kontrolle, Bruder? Weißt du, was ich meine? Ich hab mir gedacht, ey, komm, ich mach erstmal gegen Vito. Sowas passiert, wenn du da nicht dazwischen gehst und sagst, ey, jetzt seid mal alle leise hier. Was denn? Er hat das gemacht, fertig aus, Digga. Aber die reden einfach nichts. Und danach mache ich langsam gegen den Rest. So ist das Wettbewerb. Schnapp dir erstmal den Ersten. Oder du kannst nicht die Gruppe entscheiden lassen. Die Gruppe labert gerade, jeder labert, die fetzen sich gerade. Die wissen gar nicht mehr, was sie sagen, Digga. Die sind alle impulsiv, haben wir da drin. Ersten, den Zweiten. Aber von mir können wir auch sofort direkt loslegen. Aber ich war emotiongeladen, aber ich glaube, es ist verständlich gewesen, so, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. So, Jungs, stopp! Wir machen hier einen Cut, oder nicht? Wir machen hier einen Cut, hast du... Ja, stark, endlich haben wir einen Cut. Habt ihr aber früh genug Cut gemacht, haben wir einen. Stell dich bitte zurück ans Mikrofon. Ich hab mich doch geopfert. Stell dich bitte zurück ans Mikrofon. Ich schrei so an, ich schrei nicht rum, ja? Wallah, schrei nicht rum, ja? Schrei nicht rum. Vito. Vito! Hey, Vito! Unangenehm. Okay, Vito! Vito! Bleib mal locker. Das bringt gar nichts. Wo ist das Problem, Mann? Alles ruhig. Lass die Tür einfach reden. Fertig. Echt unangenehm. Kommt mal alle einen Schritt zurück. Aha, unser Abilan, wo bist du, Abi, ha? Wo bist du denn, Junge? Wenn noch einer redet, Digga. Wenn irgendjemand so ein Ton von euch gibt, Alter, wo bist du denn, Digga? Ich hab dich respektiert. Du respektierst mich nicht. Das ist ein Wettbewerb. Ich hab dich respektiert. Hallo, ich sag doch Jury-Rede. Liebe Zuschauer und liebe Jury, wir haben gerade eine Eskalation hier. Ach, lalas. Hier gehabt. Wir haben eine Situation, die so für Icon nicht normal ist. Und deswegen müssen wir jetzt Maßnahmen nehmen, um diese Situation zu unterbinden. Wir haben uns jetzt hinter den Kulissen entschieden, jeden Künstler einzeln aus der Gruppe nach vorne zu bringen und vor das Mikrofon zu stellen. Dieser Künstler soll dann abweg von den anderen Künstlern entscheiden, welchen Künstler er gerne rausvoten würde, damit es einfach hier nicht eskaliert. Das ja, ist doch klar, dass die alle auf Hasuna gehen jetzt. Bedeutet, wir werden zusammen die Künstler interviewen und die Votes zählen und der Künstler mit den meisten Stimmen wird die Möglichkeit haben, einen anderen Künstler herauszufordern. Wen auch immer dieser Künstler herausfordert,
diese Entscheidung wird dann zu 100%ig durchgezogen, egal was andere Künstler dazu sagen, weil es ist sein Recht, einen Gegner auszusuchen. So ist die Regel, so war das von Anfang an und so machen wir das jetzt auch wieder. Dann würde ich jetzt den ersten Künstler runterbitten, um seine Stimme vor euch abzugeben. Okay, Asuna, wen würdest du dann voten wollen, der aus der Gruppe rausfliegt? Vito, es ist sehr, sehr wichtig, dass du anfängst zu lernen, deine Emotionen im Griff zu halten. Ich opfer mich selber raus und möchte gegen Vito antreten. Und du musst jetzt voten, wer aus deiner Gruppe eliminiert werden soll. Ich möchte eigentlich keinen rauswerfen, ich möchte jemanden herausfordern und das ist Asuna. Asu. Also meine Stimme, der ist draußen. Die Frage ist, wen möchtest du rausvoten? Asu, ich möchte mich da rauswählen. Iggy, dein Vote ist für? Asu. Ja, diese Politik. Die gehen jetzt alle auf Asu, die wollen ihn rausschmeißen, weil er dann gegen Asuna... Das ist so Kindergarten, ne? Wow, Alter. Was für Chargers, Digga. Das ist geisteskrank. Wie kannst du jemanden rausvoten, der am besten war von der Gruppe, Digga? Das ist geisteskrank. Was ein Chargers-Garten das ist, Digga. Kein Vote. Wen votest du aus deinem Team raus, damit er die Villa verlassen soll? Asu. Das ist geisteskrank. Ich will Asu. Das ist geisteskrank. Also ich habe mit Hans zu tun, ich habe mit den allen nichts zu tun, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Ich will auch mit den ganzen Leuten gar nichts zu tun haben. Ich habe mit Rap allgemein gar nichts mehr zu tun, so, ne? Aber ich sag Ihnen nur das, was ich denke, so wirklich, weil ich das verstanden habe. Aber wirklich, Kindergarten. Das ist geil, dass sie alle... Biggie ist auch nicht bester Mann, weil er sagt, ich gebe kein Wort. Wenn er ein bester Mann wäre, dann hätte er Dings Hasuna sonst hier. Was das, ich gebe kein Wort. Hat niemandem was gebracht, Digga. Das ist einfach schlecht von der Jury, dass sie einfach... Asu kann gar nicht rausfliegen. Er ist der Beste. So, weißt du, was ich meine? Das hat doch gar keinen Sinn, Bruder. Das ist also wirklich schlecht gemacht von der Jury. Das hat Icon lächerlich dargestellt. Das zeigt, dass da nichts nach Regeln läuft oder sonstiges. Sorry, dass ich das sage. Entschuldigung. Also vorab möchte ich sagen, das, was ihr gerade hier gemacht habt, war wirklich nicht schön zu sehen. Das war einer der wirklich unschönen Momente hier bei Icon, für die ihr gesorgt habt. Ich hoffe, das war das erste und letzte Mal, dass ihr so eine Show abgezogen habt. Das muss echt nicht sein, Jungs. Wir sind alle keine Kinder mehr. Und wir haben alle, beziehungsweise ihr habt alle ein Ziel vor Augen. Und daran solltet ihr festhalten. Die Votes wurden abgegeben von jedem von euch. Einen hat's getroffen. Ja, Edis, Bruder. Einer hat verloren und wird die Villa verlassen müssen. Und derjenige mit den meisten Votes, der die Villa verlassen muss und auch das Turnier, ist Asu. Asu, auch dir möchten wir die Möglichkeit geben, dich in einem morgigen Battle noch einmal zu beweisen. Möchtest du das annehmen? Gerne. Wen möchtest du herausfordern? Better way. Dann werdet ihr morgen gegeneinander battlen und einer von euch wird das Turnier... Walla, ich finde das richtig scheiße, Digga, ich schwör bei Gott. ...morgen verlassen. Dankeschön. Walla, ich finde das so lächerlich bei Gott, Digga. Was geht hier gerade ab, Digga? Nochmal an die Kamera. Ich war ein bisschen sehr euphorisch gewesen. Ich bin bad away, ha? Ich hab richtig Bock, Alter. Und ich entschuldige mich herzlich dafür. Mein Vater hat es mir beigebracht. Wenn du was haben möchtest, sag es den Leuten ins Gesicht oder halt deine Schnauze. Die meisten wissen, wie ich bin, aber ich bin eigentlich eine ganz liebe Seele. Aber ich bin sehr schnell weg. Ist das Vito? Jetzt mal. Der wurde herausgefordert? Und da braucht keiner Sorge. Ja, der war doch eigentlich gut, hä? Warum tritt der nicht an gegen Asuna, Wallah? Auf mich sein, aber sonst was, und Leute sind am Durchdrehen, weil ich die Bette. Also ich will jetzt auch keinen Fitner machen, ne? Aber ich schwör's dir, wenn mich jemand herausfordert und ich sehe, wie ein anderer für mich kämpft, ne? Also ich würde mich schämen, Digga. Dass er da nicht antretet, ne? Das ist so schwach. Ganz ehrlich. Real life. Keine Ahnung mehr. Ja, Bruder, du bist gut, Digga. Was denn? Bringt doch nichts. Bringt doch, was ist das denn, Digga? Sehr, sehr hart, Leute. Ich nehme den Schicksal ein. Ja, Edis, das wird Zeit. Eines Kunst hast du nicht in der Hand. Was soll ich sagen, Bruder? Kino. Aber die Karos lernen wir draus. Es gibt keine Freundschaften, gibt es nur Familie. Jeder denkt ja an seinen Arsch. Aber wie er gehandelt hat, wie er das ausgesprochen hat, auf jeden Fall war krass. Aber tut weh, soll ich sagen. Ja. Die waren ja wie beste Freunde. Ich wurde einfach nur schockt, Dicker, als er gesagt hat, Vito. Wir haben alle geguckt. Oh, wie ein Duf-Duf. Kennst du das in dem Film? Duf-Duf. Genau so war das, Dicker. Ich kann nicht sagen, wer rausgeht und wer bleibt, sondern
Junge, Edis, wenn du mir schon einen Gegner dingst, dann gib mir wenigstens einen vernünftigen Gegner, Alter. Mein Mac ist voll. Das machen wir gleich auf jeden Fall, ja, ich hab die Schuhe. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 4 in Malaga. Azu und Hasuna, ihr tretet heute gegeneinander an im Song Battle. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet und ich hoffe, ihr seid gut ausgeschlafen. Denn einer von euch beiden wird uns heute nach diesem Song Battle definitiv verlassen und nur einer von euch wird weiterhin in diesem Turnier bleiben. Wie waren eure Vorbereitungen? Haben ganz gut gelaufen, ja. Alles easy, wir sind ready. Okay, wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß mit dem Auftritt. Dankeschön. Wer von euch fängt an? Ach, die treten jetzt sogar noch auf. Ich dachte in der nächsten Folge. Hasuna. Okay. Gerne. Dann Azu, dann bitten wir dich einmal da rechts hinzugehen. Hasuna, du hast... Ach, die machen sogar ein Songbattle. Du hast jetzt eine einzige Chance, dein Aufenthalt in der Villa... Okay, warte mal kurz. Die machen ein Songbattle. Die müssen gar nicht gegeneinander battlen. Hä? Dann juckt mich... Warte mal kurz. Warte, das ändert sehr viel, Bruder. Dann würde es mich doch an Hasunas Stelle gar nicht jucken. Ich dachte, es geht jetzt wieder Battle. Song Battle, Bruder. Was juckt mich, wer mein Gegner ist? Hä? Also, dieser Azu ist jetzt auch nicht so... Also, keine Ahnung. Ich kenne jetzt keinen krassen Song von denen, den wir hier gesehen haben. Sag ich dir ehrlich. Dann würde mich das ehrlich gesagt gar nicht jucken, Bruder. Dann mache ich einfach einen krassen Song fertig aus. Ich muss ja einfach einen krassen Song machen, Bruder. Wo ist denn... Weißt du, ich muss ja nicht irgendwie freestylen oder sonstiges, ich mache einfach einen krassen Song. Zu verteidigen, es geht um alles, es geht um deine Zukunft. Gib Gas. Check! Ah, Bado! Fuck the police, wir gehen Persisch und Sattler. Fuck mich nicht ab, du kriegst Flasche auf Krawa. Red im Belash, meine Taten sind anders. Was willst du machen, ja du? So eine Kaba Diggi. Wache nach Rio, wish, wish, Atrio. Morgen in Charts über, morgen im Kino. Yalla Habibo, yo, what aus Speedboat. 6 oder 4 und die 9 ist mein Pincode. Lade meine Magazin, Feinde suchen immer B. Wer will Stress in der Lena? Dieser Bruder hat so Appetit. Rapper sind am Abitzin, Puppe immer Gasolina. Und dann das war so die Pele. Schüsseballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Und dann das war so die Pele. Schüsseballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Kepasa, was los, Malaka? Du fängst den Backpfeifen, als wär ich dein Vater. 1000 Araber, Kopf auf Katana. Ich schick dich schlafen wie Tony Montana. Benz ist voll Casco, kein Zinker wie Paco. Eintritt in die Brust und ich schick dich Monaco. Leica, Mobile, iPhone mit Prepaid. Damit die mich erreichen können, schick ne E-Mail. Lade meine Magazin, Feinde suchen immer B. Wer will Stress in der Lena? Dieser Bruder hat so Appetit. Rapper sind am Abitzin, Pumpe immer Gasolina. Und dann das war so wie Pele. Schüsseballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Und dann das war so wie Pele. Schick durch auf den Wald im AMG. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Bado, check, gib ihn. Ha, gib ihn Kiki. Ha, wer will kommen? Hasuna, danke für deinen Auftritt. Auch für dich, Such haben für. Kein Anime. Erst nach dem Krieg werden die Toten gezählt, da? Wusch. Ich hab mich hier verloren. Fundament ist Lakaie, ich bin und bleibe hier. Mit der Zeit wird sie Teil von mir. Freiheit riskieren, doch wenn der Jumpdown kommt, ja, dann schweigen wir. Sie geht davon innen, bald höchstwahrscheinlich. Wenn ich nicht zurückkomme, Mama, bitte wein nicht. Beef am Richter, dass ich hypnotized bin. Doch die Gendarme will mich in Ketten sehen.
Doch nichts kann jemals unser Lächeln nehmen. Werd ich gehen oder als Letzte stehen? Wir werden sehen. Wir werden. Verliebt in den Chantane Achter, mein Hascher und Weed. Fuck 12 oder fuck the police, Gendarmerie und Guardia Civil. Ein falsches Wort und ich lass ihn gehen. Im Clip sind 26 wie beim Alphabet. Kam früher von dem Kartenweg, ich wollt Money sehen und ich Mamas drehen. Gendarmer will mich in Ketten sehen. Doch nichts kann jemals und sein Lächeln nehmen. Werd ich gehen oder als Letzte stehen? Wir werden sehen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich finde das krass, wie viele Leute so Dings. Wie viele Leute ihn auf einmal supporten, das finde ich krass. Der Song war auf jeden Fall gut. Also, ja, gut. Ich weiß ich jetzt nicht, das ist Geschmackssache, ne, was besser ist. Das eine war Rap, das eine ist das hier. Das kannst du gar nicht vergleichen, sage ich dir ehrlich, Digga. Das ist ein bisschen hart, Digga. Aber ich glaube, sein Song ist ein bisschen besser. Aber ich finde das krass, wie alle so bei ihnen so richtig Dings, weißt du, feiern so, das ist schon. Also, wird mich schon provozieren, sag ich dir ehrlich. Also ich weiß nicht, kann sein, dass Hasuna sich da irgendwie richtig unsympathisch gemacht hat, dass alle so Abfucks haben auf ihn, weißt du? Meine Wracker-Army, ihr wisst Bescheid. Ja, er hat aus denen einfach Choshoch gemacht, kurz. Ja, das sind seine Soldaten, ja, ne, ihr seid Soldaten von, er hat euch einfach kurz Chojos gemacht. Ich will ja keinen Fitner machen, ne, aber so. Wracker Army, ja, ne, der meint euch ja ne, Chojos einfach so. Ich will ja keinen Fitner machen, ne, aber so. Azu, vielen Dank für deinen Auftritt. Es wird hart, ich sag euch so, wie es ist, egal wer uns heute verlassen wird, wir werden das auf jeden Fall spüren. Und wenn es nach mir ginge, ich will gerne, dass beide hier bleiben. Das Ding ist, wir haben halt noch ein paar Künstler, die wirklich von der Leistung her noch ein bisschen schwächer sind als die beiden. Weißt du? Und ihr werdet dann morgen raus nach Spanien gehen und 3 Musikvideos drehen. Und auch einmal ein Danke an euch. Ja, krank. Ja, jetzt sind wir gefangen. Jetzt können wir nicht einfach nicht mehr gucken. Jetzt bin ich selber gespannt, wenn nächste Woche rausfliegt. Aber wie gesagt, mein Call bleibt, Digga. Ach, ich mach keine Leute, bitte. Ich hab mit Rap nichts zu tun, Digga. Hört auf damit, wirklich. Ich will damit gar nicht mehr konfrontiert werden, Bruder, bitte. Das ist mir alles unangenehm. Ihr seht doch, was für Dings. Wie unangenehm das ist, Digga. Rapper sind alle gleich. Alle Rapper sind genauso, wie die da drin sind. Genauso sind die in echt auch, Digga. Also, deshalb, ich will mit Rap nichts mehr zu tun haben, Digga.